So, willkommen zurück zur nächsten Aufnahme. Ja, da passiert doch irgendwas. Bei Odins Bart. Wir versuchen ihn gerade zu bekämpfen. Nicht runtergucken, Torgal. Das muss ich dem Hund nicht sagen. Okay, die Brückenüberquerung ist cool. Schade, also was heißt schade? Ich dachte, es passiert was, aber... Das ist wohl Estler. Ist hier irgendwo noch eine versteckte Truhe oder so? Hier vielleicht? Nein, okay. Gut. Was passiert jetzt? Ich kann auch mit dem Scheißspiel auch nicht aufhören, ne? Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt ins Bett. Denkst du, was ich denke? Ich hab Jill gefickt. Ich fürchte schon. Scheiße. Verdammt. Alle verwandelt. Die sind nicht mehr zu retten. Dann bleibt uns nur eins. Keine Gnade, Gav! Keine Gnade! Es geht hier in allen Dörfern so zu? Frag mich später, Gav. Immer. Erstmal alles ein bisschen aufladen. Havel! Den kennen wir doch! Aus Dark Souls! Havel the Rock! Das ist ein bisschen schwer. Wir sind noch nicht fertig! Natürlich sind wir das nicht! Ja,
Lalalalalalalalala. Wow, das gab ordentlich Stuff. Aber wir brauchen wesentlich mehr. Der war nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, es geht Schlag auf Schlag. Gav? Gav! Wehe, du sagst noch mehr, Akasische. Nein, was Größeres. Oh, was? Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhyr? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Hast du getan? Aua. Aua, wo Hauer hat er gemacht? Wünscht der Leib den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten. Dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Scheiße! Ah, die hat ja auch... Nein! Das Ding hat auch 6 Pferde, aber hatte Odins Pferd nicht 8 Hufe? Du, Clive, würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Ich werde nicht mehr. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also, lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Stimmt, er weiß ja gar nicht, was ich mache. Der weiß ja gar nicht, was ich bin. Ich glaube, der hat uns gerade ein bisschen runtergeholt. Das hätten wir uns... Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Durchsuche das verlassene Dorf. Interessant. Schon besser. So. So langsam werden meine Heiltränke knapp, tatsächlich. Wenn es mit dem Kämpfen so krass weitergeht. Na, ich habe 2 Stück bekommen.
Hä? Auf der einen Seite will ich, dass ich das Dorf durchsuche, auf der anderen Seite... Warte mal, ich kam doch von hier, oder? Bin ich dumm? Nein, sagt nix aus. Da oben vielleicht? Dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch. Ein kleines Mädchen oder so. Nein. Nicht. Bitte nicht. Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Wer ist die überhaupt? Warum lebt die noch? Das alles ist tot, nur der geht's gut, wie aus dem Ei gepellt. Drei Wettertaft Haarspray. Ist sie schwanger? Mein Herr, ich danke euch. Es ging aber schnell, Gav. Entschuldigung. Wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther. Bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese Arke ist... Nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Tja, die haben wir niedergemetzelt, würde ich sagen. Sie sind alle fort. Alle weg. Nach Osten. Zum Turm. Draumur. Die Ältesten. Der Heiler. Der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Wir sind jetzt in der Basis des Feindes. Und haben irgendwann random eine schwangere Frau getroffen. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Erstmal einmal abwälzen und jetzt kapiert man gar nichts mehr.
Tja, Yuna. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich. Tja, Mr. Phoenix. Das Wandbild. Es ist intakt. Hier. Da habe ich eben den einen Reiter gesehen. Odin. Dann noch irgendwen anderes. Bahamut. Ultima und sein Leib Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Nee, oder? Doch. Wo ist der Phönix? Leviathan nicht vielleicht Ifrit und der Phönix? Beim Begründer. Das willst du also, nicht wahr, Ultima? Alter, wenn wir uns nochmal verwandeln, Justin. Du willst wirklich ohne mich gehen? Und dann zum Leviathan werden? Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... Ich muss das alleine machen. Kannst doch kein... Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich habe nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Ich glaube, so langsam geht's zum Endspurt, aber wenn wir jetzt erst noch Odin besiegen müssen. Ich hätte gar nicht so viele Tränke nehmen sollen. Warum kriege ich jetzt so viel Stuff? Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht wirklich. Die Bewohner werden sicher von Barnabas angezogen. Wenn sie am Turm sind, ist er es auch. Mein Ziel steht fest. Dahin. Ja. Warte mal, ich will mal was gucken. Ich will mal gucken, ob man noch irgendwie 1500, ne? Das haben wir. Ah, interessant. 4500, 6000. Es ist interessant, dass die Kräfte von Bahamut halt so teuer sind. Aber hier gefühlt nichts bringen.
glaube, ich hätte ein bisschen mehr farmen sollen oder so, aber aktuell geht's tatsächlich. Die Taranteln haben also keine Resistenz. Das gefällt mir ganz gut. Ich bin so gespannt auf den nächsten Kampf. Dahinter ist irgendwas. Ich kann es spüren. Aber dafür ist keine Zeit. Oh, komm schon! Sieht schon verdammt geil aus. So, ich schnell mal platt hier diese Lappen. Sollte hier Ruhe sein. Bin ich überhaupt richtig abgebogen? Dieser Lümmel. Ja, wird langsam Aua wo Hauer tatsächlich. Bin gleich da und dann kämpfen wir gegen den bösen, bösen Reiter. Geht's, Großer. Der Hund ist der Beste. Er ist der beste Charakter. Der ist immer überall mit dabei. Leviathan. Schade, ich dachte, es gibt noch einen. Aber die Frage ist tatsächlich... Wenn hier Barnabas ist, wir ihn besiegen, dann fehlt hier noch irgendwo was, oder? Waren wir jetzt theoretisch in jeder größeren Stadt?
Ich meine, irgendwo müsste noch was fehlen, aber ich kann mich nicht entsinnen, wo. Da hinten. Aber das ist eigentlich das Reich von Barnabas. Ich dachte, wir müssten aber auch mit dem Phönix verschmelzen oder mit dem Bahamut. Oh. Aber warte mal, wir haben doch die Esper von denen geklaut. Ich verstehe das halt alles nicht. Auf der einen Seite, wir haben nur einen Teil mitgenommen und die können sich aber noch verwandeln. Und da ist die Frage, dann haben wir sie aber nicht geklaut. Warum war denn A, Joshua so sauer auf uns und B... Nicht mehr lange. Oder können die sich nicht mehr verwandeln? Nachdem wir sie geklaut haben, aber eigentlich... Wachsam, Torgal. Ich glaube, der kriegt mehr von der Umgebung mit als du. Der letzte König. Der Turm. Er lebt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Spiel einfach geil. Ich sag ganz ehrlich, egal was passiert, ich könnte das Spiel jetzt einfach nicht beenden. Es geht gerade so Stück weiter. Aber wozu kriegen wir so viel Stuff? Aufzug, du. Ja, okay. Das ist bestimmt so ein versteckter Ladebildschirm. Ist oft so, dass Ladebildschirme in versteckten Aufzügen sozusagen kommen. Schade, dass der Justin Hogwarts Legacy nicht so feiert. Ich habe letztens bei diesem einen Rätsel von diesem Kackspiel habe ich so verkackt gefühlt. Ja.
gibt's halt auch nichts, ne? Warte mal, von da kam ich. Da kann ich weiter. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, das ist nur... Okay, verstehe. Ja, wie findet ihr das Spiel aktuell? Also gerade so, wie es sich heute entwickelt hat bis jetzt. Ich meine, ich kann es mir zwar vorstellen, weil ihr wahrscheinlich ja genauso seid. Wahrscheinlich das gleiche empfindet wie ich. Aber... Alter Schwede. Grün Barmuts Strahl macht kaum noch Damage. Ich weiß aktuell nicht, was ich sagen soll, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Lebensflamme. Supertränken. Eiltränken. Nee, das ist eigentlich alles ziemlich geil. Ich eigentlich tatsächlich wirklich hier das mal austauschen will. Lebensheiler, Priester, 12 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was ich alles tragen muss. Warte mal. Der Jung des Priesters, des Hohepriesters, Blitzes, nein. So, das passt so. Ich habe so das Gefühl, dass es jetzt ernst wird. Ich habe zur Not noch diesen Trank. L3 Ausrüstung optimieren. Verteidigung. Angriff. Angriff. Oh. Heiltrank. Ein Supertrank fehlt mir. Ein Elixier fehlt mir, aber ich habe noch genug. Bin mal gespannt. Alter Schwede. Wäre ich Barnabas,
Wohin würde ich gehen? Nach oben. Um auf die Welt herabzuschauen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich kann nicht viel kommentieren. Ich finde das gerade so geil. Das wollte ich eigentlich nicht. Gut, kann man mal machen. Normalerweise wäre es jetzt schlau zu warten, bis die ganzen Fähigkeiten nachgeladen haben. Brauchen natürlich jetzt eine Weile. Weil ich nicht mehr die Tragedinger nehme, aber ich habe das Gefühl, dass das Ausrüstung optimieren keine schlechte Idee war. Inventar voll, wurde was genommen, das ist gut. 2000, was brauche ich denn noch? Na, ich brauche noch knapp 2000 für die Dingsbums. Die Lebensflammen auf Stufe 3 sieht bestimmt geil aus. Oder das Eis. So, gibt's aber im nächsten Part.